Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals Tech Check. Wie ihr schon unschwer vor euch hier erkennen könnt, im Video geht es heute mal um ein richtig geiles Feature, um ein richtig geiles Tool, und zwar für euren Echo Dot der dritten Generation. Und zwar habe ich hier so eine tragbare, ja mehr oder weniger Akkustation, wo ihr den Echo Dot mehr oder weniger einklemmen könnt. So könnt ihr den ohne Netzteil bis zu 8 Stunden lang betreiben. Wenn ihr also mehr wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie schon vor dem Intro angekündigt, gibt es heute mal ein richtig spannendes und cooles Video, besonders für all diejenigen, die große Amazon Alexa Fans sind. Ich habe ja auch schon was vorbereitet, und zwar mein Echo Dot der dritten Generation. Und heute geht es mal, wie gesagt, um eine ja tragbare Station, um den Echo Dot mehr oder weniger mit Akkus zu betreiben. Das gibt es ja so leider von Hause aus nicht. Amazon bietet mehr oder weniger nur ein Netzteil an, was ihr dann hinten in euren Echo Dot stecken könnt. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Und hier hat sich ein Hersteller wirklich mal gute Gedanken gemacht, wie man das Problem lösen kann. Denn auch ich hatte schon das Problem, ihr hockt vielleicht draußen gerade, es ist schön Sommer, ihr wollt ein bisschen Musik hören, habt Amazon Music zum Beispiel gerade auf eurem Echo Dot laufen, und ihr habt das Problem mit der Stromversorgung. Euer Echo Dot Kabel vom Netzteil ist ja nicht allzu lang. Da habt ihr immer ein Problem, ihr braucht immer eine Steckdose in unmittelbarer Nähe. Und was kann man dagegen tun? Nun, man kann sich hier zum Beispiel so ein externes Gehäuse mit einem integrierten Akku kaufen, den es hier beispielsweise von GGMM gibt. So, heute wollen wir uns mal dieses Gerät anschauen. Ich habe das jetzt hier vor mir. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Es gibt es übrigens in zwei Farben, einmal in schwarz und einmal in weiß. Ich verlinke euch beide unten in der Videobeschreibung, also schaut unbedingt mal vorbei, klickt die Links mal an, und dann könnt ihr euch nach dem Video auch nochmal ganz genau über dieses ja Batterie-Case informieren, was euren Echo Dot dritte Generation so richtig aufpeppt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Unboxing, schauen uns das Case mal ganz genau an, und dann werden wir wahrscheinlich auch zum Schluss das Ding nochmal kurz testen können. Also, so kommt es daher. Es ist eine schöne blaue Verpackung, passt auch sehr gut zu den Amazon ja, Echo-Verpackungen. Wir drehen es mal um. Hier können wir schon sehen, wie die Einheit aussieht. Es ist im Grunde so ein ja, größerer Teller, wo man den dann draufstellt, einklippt, hinten die zwei Anschlüsse und dann vorne wahrscheinlich noch eine Batterieanzeige. Das werden wir uns dann, wie gesagt, nochmal anschauen. Hier haben wir die genaue Bezeichnung. Es ist im Grunde der D3 Battery Base for Dot 3 der dritten Generation. Also es geht, wie gesagt, hier natürlich nur mit dem Echo der dritten Generation. Da müsst ihr also aufpassen. Und dann gehen wir mal hier auf die Seite. Hier haben wir nochmal ein schönes auslagekräftiges Bild, so kann man verwenden. Also mit diesem Case könnt ihr wirklich, seid ihr höchst flexibel, was das angeht. Ihr könnt euren Echo Dot im Grunde überall mit hinnehmen, wo im Grunde noch euer WLAN Signal verfügbar ist, sprich im Garten oder halt auch mal unter die Dusche bzw. neben der Dusche. Unter der Dusche wird es etwas schwierig, das wird euer Echo dort wahrscheinlich nicht überleben. Also ihr könnt das Ding also neben die Dusche mal hinnehmen und dann darüber Musik hören oder sonstiges machen. Somit seid ihr wirklich sehr flexibel, besonders wenn ihr nur ein Echo dort vielleicht gerade habt, könnt ihr ihn so auch in mehreren Räumen dann verwenden und einfach mitnehmen. Schauen wir uns hier nochmal an, was ist es hier nochmal. Hier stehen nochmal ein paar Sachen drauf, Battery Base for Dot 3, wie auch vorhin schon erwähnt, und hier werden nochmal ja ein paar kleine Punkte besprochen. Hier nochmal eine tragbare Ladestation. Der Echo Dot 3 ist natürlich hier nicht enthalten, ist ja klar. Wir haben das Modell D3 mit einem Gewicht von 172 Gramm, Farbe schwarz, die Maße 120 auf 120 auf 73 mm. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal um. Auf der Rückseite ist, wie gesagt, auch nicht mehr allzu viel. Paar technische Daten. Hier gibt es noch das berühmte CE-Kennzeichen. Ansonsten passt alles. Ich würde sagen, wir packen es jetzt unbedingt mal aus, und bin ich auch schon richtig gespannt, wie sich das Ding hier im Alltag macht. Wie immer natürlich mit meinem Schweizer Taschenmesser. Und dann gucken wir mal hier. Hier haben wir zwei seitliche Kleber. Die machen wir jetzt hier einfach mal auf. So. Und auch hier. Zack. Und dann holen wir es einfach hier mal raus. So. Da kommt uns auch schon eine Dankeskarte entgegen. Thank you. Hier nochmal schön in vergoldeter Schrift. Das sieht auch sehr gut aus. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Hier kann man sich, wie gesagt, an den technischen Support wenden per Facebook, WhatsApp oder halt via Telegram. Also haben sie an alles gedacht. Ist wirklich sehr gut, dass man das hier auch gleich am Anfang sieht. So, dann schauen wir mal weiter, was ist hier drin. Da kommt uns im Grunde gleich die Ladestation entgegen. Ich denke mal, so an Produktbeschreibung bedarf es hier nicht viel, wobei hier ist auch ein kleiner Setup-Guide drin, den holen wir hier raus. Schauen wir mal, wie das Ding hier verschachtelt ist. So,
Dann machen wir das da mal raus. Und ich würde sagen, das stellen wir mal ganz neben dran weg, das auch. Und dann schauen wir uns auch in aller Ruhe mal diesen kleinen kurzen Setup-Guide an. Ich denke aber mal, da müssen wir jetzt eigentlich nicht so viel mehr besprechen. Sieht eigentlich alles sehr gut aus. Wir haben hier sogar eine deutsche Anleitung, ist also schon mal gut, natürlich auch in Französisch vorhanden. So, also hier nochmal auf Deutsch alles Produktinformationen. Wir haben hier, wie gesagt, an diesem Case einen Stromanschluss. Hier habt ihr nochmal das Überschaltbild, da wird im Grunde so angedockt. Also wir haben, wie gesagt, hier den Stromanschluss. Wir haben hier 12 Volt, 1,25 Ampere Ausgangsspannung und der Anschluss passt natürlich nur für den Echo Dot der dritten Generation. Und hier an der Rückseite kann man natürlich das originale Netzteil vom Echo Dot reinstecken. Damit ladet ihr auch gleichzeitig euer Batteriecase und könnt es somit überall hin mitnehmen. Also im Grunde sehr praktisch. Wenn ihr das Ding also hier permanent an einer Stelle habt, könnt ihr das hier mit dem Batteriecase verbinden, das Netzteil, und habt so dauerhaft immer Strom. Es ist im Grunde wirklich sehr praktisch. Ihr könnt dann, wie gesagt, auch hier den gesamten Echo Dot mit diesem Batteriecase irgendwo hinstellen, auch mit dem Netzteil betreiben, sodass er nicht im Akkubetrieb läuft. Und wenn ihr dann mal den Echo Dot braucht, weil ihr vielleicht gerade draußen auf dem Balkon seid, dann könnt ihr ihn einfach abstecken vom Akku-Case, vom Netzteil. Und da könnt ihr im Akku-Case, wie gesagt, dann für 8 weitere Stunden dann so verwenden. Hier stehen nun mal die Akkukapazitäten drin. Wir haben hier eine LED-Anzeige, die das wunderbar aufzeigt. 1 bis 25%, dann leuchtet die eine. Es gibt im Grunde hier 4 LEDs und je nachdem, wie viel Prozent, je nachdem leuchten dann auch die LEDs in ihrer Anzahl auf. Das könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Ich denke mal, da brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auch die Gebrauchsanweisung ist hier wirklich sehr einfach gehalten. Drei Bilder, also ihr nehmt das Ding raus, steckt den Echo dort ein, klippt ihn ein und dann geht es auch schon los. Und hier haben wir eine Zeit, eine Spielzeit von etwa 6 Stunden unter 100% Lautstärke, etwa 9 Stunden mit 50% Lautstärke und das Gesamte hat dann 13 Stunden im Standby-Modus verfügbar. Also sieht recht gut aus. Schauen wir mal, was hier nochmal da ist. Wir haben hier häufig gestellte Fragen, Sicherheitshinweise, passt alles soweit. Ich würde jetzt also sagen, wir packen es mal aus und dann stecken wir mal ein Echo dort dran. Kommt also hier so daher, ist schon gut verpackt. Auch hier so ein kleiner Kleber drumherum. So. Sodele, so sieht's aus. Ist ein schöner Ständer. Passt im Grunde sehr gut zum Echo Dot. Ich stelle mal den Echo Dot leider neben, da könnt ihr es auch schon sehen. Die Farbe ist hier wirklich die gleiche, also die Kunststofffarbe ist hier beinahe identisch. Also man könnte glatt meinen, das würde hier direkt zum Echo passen. Hier auf der Rückseite haben wir, wie gesagt, das Herstellerlogo oder die Herstellerbezeichnung GGMM. Hier nochmal, wie gesagt, ein Battery Base für Echo Dot 3 dritten Generation, Modell D3. Input, Output 12 Volt, 1,25 Ampere, Made in China, klar. Eine Seriennummer haben wir drauf, CE-Kennzeichen, passt eigentlich alles soweit. Hier haben wir den Anschluss, um euer Netzteil mehr oder weniger anzuschließen. Für den Echo Dot passt eigentlich auch. Wir haben hier auf der Rückseite zum Beispiel noch diese schönen Gummifüße, dann hat es einen perfekten Stand, bleibt wirklich hier sehr gut, ist auf einer Stelle stehen, da tut sich gar nichts beim Verrücken. Der Echo hat ja auch hier unten eine gummierte Rückseite, womit es ihm auch erlaubt, dass es hier einen sehr stabilen Stand hat. Also der Stand bzw. die Rutschfestigkeit wird also durch dieses Case hier auf keinen Fall beeinträchtigt. Ansonsten die Vorderseite, wir haben hier wie gesagt die 4 LEDs und hier noch einen An- und Ausschalter. Da können wir das einfach mal anschalten. Und dann gucken wir mal, jetzt haben wir hier volle Akkukapazität. Wir könnten also auch direkt loslegen. Ich schalte es nochmal kurz aus. So, und dann würde ich sagen, stecken wir mal den Echo dort rein und dann gucken wir mal, wie sich der macht. Laut der Anleitung muss man den Echo dort im Grunde hier einfach nur einstecken. Ich gucke auch gleich mal hier, wie das geht. Steckt man das Ding drauf. Da könnt ihr auch schon sehen, das Ding geht hinten im Grunde in die Anschlüsse rein. Zack, und ist auch schon fertig. Also das war jetzt super einfach. Ich denke, da wird keiner mit Problemen haben. Und wie ihr schon sehen könnt, es macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Das Ding sieht sehr schön aus. Es sieht auch sehr, ja, passend aus im Grunde. Und das würde ich einfach mal sagen, wir machen das Ding mal an hier, klicken mal drauf und dann gucken wir mal, was hier passiert. So, wir haben jetzt hier die volle Spannung drauf und auch der Echo, der fährt jetzt hoch. Man sieht schon am blauen Balken, sieht eigentlich auch alles wunderbar aus. Das war es jetzt also hier zu diesem kleinen, aber kurzen Video meinerseits. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch
hiermit ein gutes Bild von diesem Akku-Case zeigen. Es macht auf mich wirklich einen sehr guten Eindruck. Es ist sehr geschickt, gerade für all diejenigen, die im Grunde hier den Echo Dot von A nach B gerne transportieren. Besonders im Sommer macht es aus meiner Sicht richtig viel Sinn, wenn ihr das Ding auch mal wohin mitnehmen wollt, auf dem Balkon oder Co., wo es eben keinen Stromanschluss gibt, wo ihr aber dennoch vielleicht Musik hören wollt. Wie gesagt, ich verlinke euch natürlich hier dieses Produkt unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Ich verlinke euch beide Varianten, einmal die schwarze und einmal die weiße, je nachdem, welche Farbe ihr gerade vom Echo Dot habt. Da klickt ihr am besten mal drauf und dann könnt ihr euch dieses Produkt nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Und ich würde sagen, das war es hier von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bei Fragen schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Das war's hierzu. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald, euer Pascal.